Riesenbaby vs. Shredder. Wer wird überleben? So, ich will was fangen. Und zwar was richtig, richtig Großes. Na, beißt da hinten was an? Lasst jetzt mal ein Like auf dem Video da. Dann beißt da vielleicht ein richtig, richtig großer Fisch an. Cooper-Kollege, wie sieht's bei dir da drüben aus? Aber läuft's besser als bei mir? Ich hab hier bisher noch nichts gefangen. Ach, hör mir auf. Das ist doch hier alles totaler Schrott. Ich hab hier nur kleine Müllfische dran. Kleine Müllfische? Okay, holen wir mal ein. Vielleicht bringt es ja was, wenn ich ein bisschen näher am... Was ist denn das für eine Insel eigentlich? Warte mal, die will ich mir mal vom Näheren angucken. Vielleicht fängt man ja von da aus Fische. Kann auch sein. Alles klar, Coop. Ich gehe mal ganz kurz zu dieser komischen Insel. Da hinten, da muss nämlich irgendwas Komisches sein. Mal gucken, was das sein soll. Und ob wir vielleicht von da aus ja einen riesigen Fisch haben. Wie zum Beispiel einen riesigen Megalodon oder irgendwie einen Thunfisch oder so. Das wäre sehr, sehr gut. So, okay. Am besten mal hier vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig anlegen. Am besten, dass das Boot auch nicht abhaut. Ich habe ja noch hier irgendwo Seile. Warte mal, wo habe ich die? Okay, und festgemacht. So, oder? Funktioniert das? Funktioniert ja gar nicht. Festmachen hier. So, jetzt aber. Oh, oder? Na gut, dann muss das irgendwie so halten. Das wird schon funktionieren. So, mal gucken. Haben wir hier vielleicht einen guten Spot, wo man Fische sehen kann? Ja, ich würde fast sagen, ich probiere es mal hier am besten. Oh mein Gott, wie die werden hier hochgehen. Ja, könnte hier gut funktionieren. Und Wurf. So, gar nicht mal so weit rauswerfen. Mal gucken. Ich guck mal ein bisschen ran hier, das Teil. So. Ja, ich denke mal hier vorne. Alter, das läuft ja hier fast schon rüber. Ich denke mal hier vorne sollte das eigentlich passen, ne? Oder? Kommt dann. Da ist ein Fisch. Da ist wirklich ein Fisch. Okay, da hinten sind noch mehr Fische, sehe ich gerade. Ihr seht selber. Oh mein Gott, ich habe was dran. Wie ziehe ich ein? Oh nein, abgerissen. Ey, ich bin so schlecht. Okay, komm, nochmal. Und raus mit der Rute. Na komm, liebe Fischis, ja, könnte sein, dass was rangeht. Ich komme mal ein bisschen ran hier. So, zack. Da kommt ihr, kleinen Fischis. Sag euch, jetzt gleich habe ich was, Leute. Schreibt in die Kommentare, was für Fische kennt ihr, was denkt ihr, was ich hier anbeißen wird. Oh, da geht doch schon wieder was ran. Da geht schon wieder was ran. Sehr gut. So, ja, ist da was dran? Na gut, vielleicht aber nicht. So, ranholen. Okay. Naja, das bringt ja nicht so viel. Was ist denn das? Alter, ein riesiges Baby. Wo ist mein Boot? Wo ist mein Boot? Oh Gott, Alter. Oh Gott, ist so ein riesiges Baby. Wo ist mein Boot? Wo habe ich es nochmal geparkt? Hier vorne oder nicht? Ich könnte schwimmen. Mein Boot habe ich direkt da vorne geparkt. Sag mal, mittels Baby, Gruselbaby. Oh Gott, Cooper muss mich ganz schnell abholen. Cooper, hörst du mich hier drüben? Du musst mich abholen. Das riesige Baby ist mit bei mir auf der Insel. Ich muss schwimmen, Leute. Ich muss schwimmen. Das hat einfach mein Boot komplett untergeschöpft. Oh mein Gott, das Baby schwimmt jetzt auch, Alter, oder was? Da kann das Baby über Wasser laufen. Oh nein, Vorsicht. Oh Gott, das kann schwimmen. Das kann einfach schwimmen, Leute. Okay, schnell weg hier. Vielleicht kann ich das ja irgendwo hinlocken. Das geht auf Tauchgang. Oh Gott, schnell zum Boot. Cooper, altes Haus. Komm, sieh zu. Wir müssen hier auf jeden Fall sofort abhauen. Aber da vorne ist so ein riesiges Baby. Du wirst es mir nicht glauben. Der ist, glaube ich, am Pender gerade oder sowas. Wir steigen auf jeden Fall mal ein hier. So. Oh Gott, Leute, guck das an. Das Baby kommt hier einfach wirklich an. Cooper, es tut mir leid, aber du musst dran glauben. Hier, Baby, ist das. Ist den Cooper auf. Oh mein Gott. Das Baby kommt hier einfach wirklich angetaucht. Seenotrettung, Seenotrettung. Warte mal, ich kann doch in die Luft schießen. Seenotrettung hier mit der Flare Gun. Los, jetzt komm schon, bitte. Die müssen mich abholen. Ich hoffe, die kommen gleich, Cooper. Oh Gottes Willen, ja, dich kriege ich schon irgendwie noch mit. Oh Gott, und da drüben sind die gelandet, aber anscheinend schon zweimal falsch. Alles klar. Da müssen wir jetzt rüberschwimmen. Das Baby kommt da gerade angelaufen. So, jetzt schnell rüber hier, rüberspringen und... Rein in den Helikopter, Leute. Rein in den Helikopter. Dieses riesige Baby. Du brauchst mal hier ganz schnell ab, Kollege. Okay, so. Das passt. Und dann würde ich sagen, direkt abziehen hier oder was? Kann ich nochmal auf das Baby? Oh Gott, hier. Mit ein paar Schnullern. Ich schieße hier mit Schnullern einfach auf drauf. Oh Gott, ja. Ist es betäubt? Ich glaube, es ist betäubt, oder? Es ist betäubt. Wir können es mitnehmen. Okay, dann werden wir das jetzt mal zu einem riesigen Labor bringen und mal gucken, woher dieses Gruselbaby kommt. Leute, ich bin jetzt hier bei der Teststation. Und zwar haben wir hier einfach einen riesigen Schredder im Boden. Und wir haben hier verschiedenste Fahrzeuge, die wir dort reinfahren lassen können. Natürlich gucken wir auch, ob das Baby da reinpassen wird, würde ich sagen. Oh, ja, der Bus hängt auf jeden Fall fest. Aber, ja, noch ein Stück. Oh Gott. Oh mein Gott, der Bus wird auf jeden Fall komplett klein gehackt hier drin. Alles klar, direkt das nächste rein. Lightning McQueen. Wir werden auch noch gleich so einen kleinen, kann man sagen, Dinosaurier da reinpacken oder die einigen Dinosaurier und vielleicht sogar Godzilla, ne? Mal gucken. Oh, ja, überlebt Lightning das? Oh, auch Lightning wird hier komplett durchgedreht. Wie sieht's aus mit diesem Auto hier? Oh, rein damit. Und, oh mein Gott, Lightning McQueen als Lamborghini. Auch der wird hier einfach komplett zerschreddert. Dann nehmen wir mal einen nochmal größer und zwar einfach so ein LKW hier. Der kann nicht viel überleben. Der kann nicht viel überleben. Oh mein Gott. Oh, der hält das gut aus. Der Schredder hält an. Der bringt den Schredder noch zum Einstürzen. Oh mein Gott, was passiert hier? Was passiert hier gerade, Leute? Ja, ich glaube fast, dass der LKW den Schredder kaputt gemacht hat, oder was? Okay, da müssen wir, glaube ich, mal nachhelfen. Ich habe doch hier irgendwo noch Nitroglycerin rumliegen. So.
Mal gucken. Den Anhänger habe ich schon mal raus. Alles klar. Aber wie sieht's aus mit dem... Oh! Gerade gesehen, ne? Und jetzt hängt der LKW da mitten im Schredder drinne. Haben wir den noch irgendwie rausgeholt? Funktioniert das? Ich glaube, so machen wir ehrlich gesagt den ganzen Schredder kaputt, wenn wir das versuchen, da rausholen. Jetzt ist der Schredder auch noch schräg. Den muss ich mal kurz greifen. Der Schredder ist wieder heile. So, dann gucken wir mal. Wie sieht's denn aus mit so einem kleinen Gabelstapler? Okay. Und rein damit. Oh, der Gabelstapler wird auf jeden Fall direkt original nach einer Sekunde zerstört. Dann dieses Eisauto hier und rein damit. Oh, yo, wie das aussieht, wie das hier einfach komplett zerhäckselt hat. Okay, auch nicht schlecht. Dann gucken wir mal hier mit diesem Panzer hier und zack. Oh mein Gott, der Panzer. Was meint ihr, Leute? Schreibt mal in die Kommentare. Hashtag ja oder Hashtag nein. Wird der kaputt gehen oder nicht? Ne? Ich glaube, ich habe das Gefühl, nein, aber... Oh, ich habe nichts gesagt. Oh, ich habe nichts gesagt. Er wühlt sich da durch. Er hat sich durchgewühlt, aber irgendwie ist der Schredder schon wieder Schrott. Was machen die denn hier die ganze Zeit? Da hängt der Panzer also richtig kaputt gegangen, ist er nicht. Aber der Schredder ist mal wieder kaputt. Brachiosaurus versus Schredder. Mal gucken, wie der hier rein ist und ob der kaputt geht. So, okay, und... Oh, er fällt schon rein, der Langhals, ne? Aber wird er zerschreddert? Oh, er hält den Schredder auch ziemlich gut auf. Ja, okay. Also Brachiosaurus versus... Oh Gott, raus. Brachiosaurus versus Schredder hat auf jeden Fall der Brachio gewonnen. Mach's gut. Nehmen wir einen Spinosaurus. So, komm mal rein hier, Kollege. Komm mal rein in den Schredder. So, zack, rein mit dir. Oh mein Gott, wird der vielleicht kaputt gehen? Ja, nee. Nee, sieht auch nicht so sauber aus. Nee, das geht besser, das geht besser. Der muss auch raus. Auch dieser Spinosaurus ist gefühlt nicht kaputt zu bekommen. Bitte weg. Kann der bitte... Lass mich in Ruhe. Sag mal, hau mal ab hier jetzt, du. Der will mich auffressen oder sowas. Hau mal ab jetzt hier, du Spinosaurus. So. Alter, einfach gucken. Ja, da fliegt da hinten. Alles klar, also den kann man auch nicht kaputt machen. Das geht aber noch besser. Die Among Us-Figur, und zwar blau. So, mal gucken. Boah. Die wird komplett zerteilt in 1 Million Teile. Guckt euch das an. Da hat der Schredder wirklich gar keine Probleme mit, die in 1 Million Teile zu teilen. Und das war's auch schon mit ihr. Nehmen wir mal so ein Imposter-Auto hier. Habe ich letztens erst noch gesehen. Und mal gucken. Oh, was? Auch dieses Imposter-Auto wird einfach komplett wieder ausgespuckt, aber komplett zerschreddert, oh Gott. Jetzt haben wir einfach noch so einen Warden, ne? So einen Wächter aus Minecraft. Schmeißen den rein und mal gucken, ob der kaputt geht. Ja, ja, der wühlt sich hier auf jeden Fall gut durch, aber... Nee, der ist nicht aufzuhalten. Das sehe ich doch schon sofort. Der ist echt nicht aufzuhalten. Hallo, bitte wieder rauskommen, lieber Wächter. Danke. So. Weg mit dir. Okay, der war auch nicht aufzuhalten. Und der Schredder ist auch kaputt gegangen. Kann man das irgendwie wieder reparieren? Gute Frage. Gute Leute. Gut, okay, das weiß ich nicht genau. Oh Gott, Leute, ich verfolge so einen Alien und der ist auch mega, mega schnell. So, komm rein mit dir in den Schredder. Ja, komm rüber hier. Traust dich doch eh nicht. Oh Gott, der ist aber anscheinend nicht ganz so blöd wie die Dinosaurier. Oh, ich habe nichts gesagt. Doch, der ist blöd. Und, ja, alles klar. Oh mein Gott, der wird hier einfach komplett zerschreddert. Aber er geht nicht kaputt, ne? Oder? Ich hätte nichts gesagt. Alles klar, der ist auf jeden Fall auch Schrott. Das Kackhaufen-Auto. So, rein. Jo, das passt ja noch nicht ganz so gut. Deswegen müssen wir es einmal durchschneiden. So, zack, oh Gott, jetzt schneide ich hier aus der Stunde den goldenen Kackhaufen, der dahinter ist, durch. So, machen wir nur den hier. Das müsste reichen. Und Kackhaufen-Auto bitte durchgeschnitten. Ja, jetzt, oder? Reicht das schon? Ich weiß es nicht genau. Deswegen drücken wir das ganze Auto nochmal hier ein bisschen rein. So, und das war's auch schon damit. Dann haben wir hier noch den Regenbogen-Kackhaufen. Rein mit dir. Oh, was? Habt ihr die ganzen bunten Farben gesehen? Der ging ja sehr, sehr schnell kaputt. Und auch nochmal der goldene Kackhaufen. Zack, rein. Und auch der wird hier in wenigen Sekunden komplett zu Staub gemacht. Ne? Wenn das mal so einfach wäre, ich sag euch, Alter, der kann hier wirklich alles zerschreddern. Nehmen wir mal so einen Desert Villager, also aus der Wüste von Minecraft. So, rein und... Oh, nein, der arme, Alter. Oh Gott, die Schlange. Komm her hier. Oh Gott, wo will die hin? Wo will die hin? Du kommst sofort her und du kommst vor allem auch in den Schredder rein. So, zack. Und das war's mit der Schlange. Na, sehr schön. Jetzt gucken wir mal, ob das Baby rein. Bevor wir das Baby reinpacken, nehmen wir natürlich Jumbo Josh noch einmal und wollen den auch mal reinschmeißen. So, wie sieht's aus bei dir, Jumbo? Oh, oh, was? Jumbo Josh hat den Schredder mal wieder kaputt gemacht. Na, ganz toll, Jumbo. Bin ich dir aber dankbar, wirklich. Gucken wir hier unten mal, wie viele Teile liegen denn hier überhaupt rum, ne? Guck mal, so sieht das hier unten aus. Oh Gott! Oh
Okay, also auf jeden Fall auch schon nicht schlecht. Und das ist hier alles komplett. Hier ist ja auch noch dieses Alien. Das wurde ja alles noch nicht kaputt gemacht. Oh Gott, ich muss abhauen. So, kleiner Charlie. Brauchst gar nicht so zu lachen. Du wirst jetzt mal gucken, ob das Ganze sicher ist da unten für dich. Oh Gott, Leute. Oh mein Gott, okay. Und was? Der spielt damit. Der spielt damit, als wäre das einfach ein Fußball. Das glaube ich nicht. Der spielt einfach damit. Ja, du kleiner Charlie, ne? Gucci, Gucci. Um Gottes Willen, Leute, der hat einfach auch den Schredder kaputt gemacht. War ganz toll. Ich würde sagen, das sollte das Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne mal ein Like oder auch ein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal ein Video aus dem nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao.